Herzlich willkommen und ein fröhliches Moin zu einer neuen Runde von Bridge Constructor oder Brückenkonstruktor. Ich bin hier so am Bauen, du, und werde euch erstmal schön ein neues Spielchen zeichnen, was das hier so ist. Fangen wir mal an. Der Inselstaat Kamaduga wurde von einem starken Erdbeben heimgesucht, der sämtliche Brücken auf der Insel zerstört hat. Hilft den Einwohnern Kamadugas, ihre Brücke wieder aufzubauen. Dann gehen wir mal in Westlands rein. Die Brücke bauen wir mal schön. Nehmen wir hier schön nehmen wir mal schön das Holzchen hier, bauen da schön ein paar Stilzen hin. Sagen, wuppdisch, ist das fertig, und dann lassen wir hier mal schön den Autowaren drüber fahren. So, dann wollen wir mal gucken. Jo, das sieht gut aus. Das ist schön. Nee, ist das schön. So, pass mal auf. Haben wir das hier. Herzlichen Glückwunsch, das Auto ist schon mal drüber. Das können wir natürlich noch mal sagen. Hier kommt der LKW, der kann da auch noch mal drüber fahren. Und dann wollen wir mal sehen, was da so passieren tut. Herzlichen Glückwunsch, der Waren ist noch drüber gekommen. So. Ich kann ständig nicht so reden. Versuchen es erstmal nochmal. Moin von meiner Seite. Wir spielen heute Brückenkonstruktor oder Bridge Constructor und versuchen einfach mal hier ein paar Brücken hinzustellen. Ich hatte das neulich einzeln schon mal versucht und dachte mir, ja, komm, das ist eigentlich ganz lustig. Versuch das doch mal auch während der Aufnahme. Vielleicht ist das immer noch so lustig. Keine Ahnung. Ich fand das einfach so amüsant, wenn die Wagen einfach so in die Tiefe gestürzt sind. Ich weiß nicht, eigentlich ist das todtraurig, aber naja, nee, ich fand das eigentlich anspruchsvoll. Doch, doch, doch. Hab mir gedacht, Mensch, das kannst du eigentlich auch mal ins Video bringen. So ein paar Statikelemente, die sind ja kein Problem. Da kann man ja mal schnell mal hier mal gucken, was man hier so machen kann. Und ich werde davon noch nicht viele Folgen machen. Vielleicht 5, vielleicht 10, je nachdem, was so kommen mag. Ja, ich habe das auch schon ein bisschen gespielt gehabt, deswegen kenne ich die Konstruktionen auch schon so ein bisschen und mach das einfach, fang einfach schon mal ein bisschen an. Also ich werde jetzt die ersten 3-4 Brücken, die werde ich jetzt mal auf aller Schnelle hier versuchen. Ich hatte nämlich vorhin schon Aufnahme gemacht, habe das genauso hingebaut und dachte mir, Mensch, ja, der Sound war leider viel zu laut und die Autos hupen auch immens lautstark, deswegen hatte ich das nochmal jetzt neu aufgenommen, deswegen kenne ich das schon ein bisschen. Ich bin der geprüfte Tragfahrer, Brückenbauer, so. Das geht natürlich auch hier. Also man muss immer versuchen, verschiedene Elemente hinzustellen und dabei aufpassen, dass das ganze System nicht zusammenbricht. Jawohl. Das System, das bricht am ehesten dann nicht zusammen, wenn eben häufig Dreiecke gesetzt wurden. Also man sieht, hier unten sind schön Dreiecke gesetzt, damit die Brücke nicht zusammenklappt. Und dann können auch entweder Autos oder 3,5 Tonner, also LKW, hier drüber fahren und ihr Glück versuchen. Da unten sieht man dann in Rot die Konstruktion. Alles, was rot belastet ist, ist schwer belastet. Oh, das war knapp. Und, ja, haben es geschafft. Erstmal kann man das als PKW versuchen und schaffen und dann nochmal als LKW und bekommt dann jeweils Punkte. Wenn man alle Brücken ausgebaut hat, kann man sich sogar noch was Neues holen. Betonpfeiler? Ach so, das Ding. Wenn man alle Brücken geschafft hat, hat man später noch die Möglichkeit, sich das Ganze mit so einem komischen Tanklaster zu, darstellen zu lassen. Das heißt, man kann auch einen Tanklaster drüber fahren und mal gucken, ob das funktioniert. Und wir versuchen das natürlich erstmal mit PKW und mit LKW und schauen mal, ob wir damit vorwärts kommen. So müsste das, glaube ich, gehen. Jetzt lassen wir doch mal einen drüber fahren. So, wollen wir mal hier schön das Blümchen da. Ich habe hier meinen Blumenkanister da hinten voll. Wollen wir mal sehen, ob wir damit auch nach Hause kommen. Oha, das sieht gut aus. Der fährt noch. Der fährt noch. Der hat es geschafft. Der ist drüber. Der andere ist egal. Die halbe Brücke steht noch. Das ist... dafür kann ich nichts. Das passiert also, wenn es nicht funktioniert. Ja, wie machen wir das? So, vielleicht. Warte mal. Vielleicht so. Geht doch bald ab. Nee, mir geht gar nicht das Geld aus. So. Oh, jetzt hat die mittlere Stütze aber zu viel. Wir versuchen das mal. Mal sehen, meine Damen und Herren, was wir so machen können. Ich habe mal gedacht, warum nicht einfach mal losfahren und gucken, was da passiert. Man kann ja auch Glück haben oder Pech. Das ist ja eigentlich egal. Hauptsache, der Waren ist drüber. So, das fährt noch. Das ist wunderbar, wie die sich hier zusammentun, um einfach über die Brücke zu kommen. Oh, ja, fast drüber. Fast. Komm schon. Gut, dann halt nochmal. Nee, das hier oben ist Mist.
Können das ja so nochmal versuchen. Aber dann brauchen wir hier unten langsam eine Stütze. Wie machen wir denn das am schlauesten? Ja, versuchen wir das mal so. So vielleicht. Den müssen wir noch in der Mitte setzen. Den müssen wir noch hier setzen. Das könnte sogar funktionieren. Wir versuchen das einfach. Gut, jetzt hat hier... Der hier hat relativ viel Last. Dieser da. Oh, oh. Ja. Oh. Aber ganz knapp. Uiuiuiuiui. Hervorragend, neuer Rekord. Ich war vorhin aber nicht so schlecht. Ich hatte das ja vorhin schon mal gebaut, wie gesagt. Neues Material, Stahlseil. Stahlseile sind auch cool. Damit kann man relativ schnell und einfach Lösungen finden. Man baut sich einfach an der Seite zwei Brückenpfeiler auf und stützt die inneren Elemente mit einem Drahtseil. Das ist es auch schon. Man kann dann im Prinzip einen drüber fahren lassen. Und das müsste eigentlich halten. Hier, guck mal, die Seile quasi an der Seite haben relativ viel zu tun. Die Außen. Man könnte jetzt hier auch noch so einen quer rüberziehen, aber muss man nicht unbedingt machen, je nachdem, wie viel Kohle man gerade hat. Wir haben das jetzt gut geschafft mit 14.900 von 19.000. Genau. Dafür gibt es noch Bonuspunkte. Bonusmeilen. So, versuchen wir das. Versuchen wir das hier nochmal. Wenn das nicht symmetrisch ist, versucht immer symmetrisch zu arbeiten. Stahlseile haben wir auch. Das heißt, wir machen uns hier einmal. Eine Konstruktion, um das ganze Ding zu halten. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Die war ich vorhin auch schon vor 10 Minuten. Upsa. Das hatte eigentlich ganz gut funktioniert. Deswegen versuche ich das gerade noch einmal. Einmal so. Das müsste eigentlich halten. Jetzt haben die Streben außen natürlich richtig viel zu tun. Schauen wir mal. Ja, doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wunderbar schön. So, haben wir es mal wieder geschafft, nicht? Hervorragend. Da kriegen wir unsere 10.000, weiß ich nicht, Punkte. 25.000. Und machen gleich schon mal weiter mit dem nächsten. So weit war ich ja letztes Mal auch schon. An der Stelle versuchen wir mal eine Doppelkonstruktion. Das heißt, wir bauen uns wieder so dreieckige Streben auf. Das ist grundsätzlich richtig. Jetzt haben wir oben aber ganz schön viel Last. Das heißt, das würde jetzt kaputt gehen. Dann stellen wir hier nochmal was Kleines oben drüber. Das könnte funktionieren, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Vielleicht noch eine Mitte nochmal... Mist. Vielleicht eine Mitte auch nochmal stützen, so. Das sieht gar nicht so gut aus gerade. Vielleicht einfach nochmal kleiner oben drüber. Wir lassen mal Autos drüber fahren. So, Tante Bells, bitte wollen wir hier schön das Käffchen und den Kuchen zu unserem Heini nach Wuppertal bringen. So, müssen wir hier drüber fahren. Nee, ist kein Problem. Ich hab den Kuchen noch in der Hand. Ist alles gut. Ist ein Wasserkuchen. Okay. Hat also nicht funktioniert. Na schön. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das zur Hälfte so zu machen. Das heißt hier einmal eine Stütze oben drauf und dann machen wir nochmal ein kleines oben drüber. Ups, das wird schon zu teuer. Verdammt. Wie hatte ich denn das letztes Mal? Die Mitte ist relativ schlecht gestützt. Das könnte halten. Schauen wir doch mal. Die Mitte haben wir gerade ein bisschen entlasten können mit dem oberen Stückchen. Die oberen, äußeren Streben haben relativ viel zu tun, aber das Auto ist drüber gekommen. Ilsbert hat die Käppchen drüber gebracht. Das ist auch wunderbar. So, jetzt müssen wir das nur natürlich versuchen, nochmal mit LKW. Bevor ich das mache, ich möchte mal gucken, ob das hier auch noch geht. Nee, das wird zu teuer. Verdammt. Nee, das ist zu teuer. Das muss jetzt so funktionieren. Ja. Das ist jetzt nicht quasi der Käffchen, sondern die ganze Lade, der darüber muss. Der Erste hat es geschafft. Ich fand da ja schon sehr viel Gutes bei. Der fährt noch.
der unten fährt noch. okay. Hat also nicht funktioniert. Wir können natürlich versuchen, das Ganze noch ein bisschen zu stützen. Mal sehen. Ah, es ist wieder zu teuer. Das geht sogar. Okay, versuchen wir es mal. Das ist eine interessante Konstruktion. Habe ich noch nie so gebaut. Jetzt haben die Außen recht viel zu tun hier. Oh oh. Och nee. War so knapp. Ja, normalerweise sind Dreiecke auch immer besser als Viereck. Also hier so ein Viereck. Ah, ist eigentlich immer blöd, ein Viereck zu bauen. Aber ich habe nicht mehr Geld. Ja, wunderbar. Wie machen wir das denn am besten? Und wenn wir die verstreben, wenn wir die so einfach... Geht das? Das sind jetzt Dreiecke? Na gut, eigentlich sind Vierecke und Stränge. Oh oh. Ist knapp. Nein! Fahr! Fahr doch! Fahr! Oh verdammt, der eine hat es doch schon geschafft. Können wir das nochmal machen? Warte mal. Entschuldigung. Ich finde das nur so lustig, wenn die abstürzen. Der müsste jetzt theoretisch an derselben Stelle abstürzen. Ich weiß, aber wir haben nicht mehr Geld. Das ist so das Blöde gerade. Oh, ist das ärgerlich. So kurz davor. Vielleicht ihn einfach weglassen in der Mitte? Ich könnte das ja noch so machen. Shit. Nein. Das sieht gut aus, ne? Das hält. Das sehe ich so. Ja, wunderbar. Okay. Komm. Frisch gewagt ist halb gewonnen. So ein LKW ist ja schnell kaputt gefahren. Gar kein Problem. Einmal drüber und wupp dich. Das kann ja nichts werden. Das ist zu teuer. Ach, verdammt. Ich kann natürlich auch sagen, nö, ich mache einfach mal weiter. Also ich muss mich jetzt nicht mit den LKW an dieser Stelle auch aufhalten. Ich kann natürlich auch weitergehen zum nächsten. Das geht natürlich auch. Ne, ein bisschen, so. Aber jetzt habe ich schon kein Geld mehr für diesen hier. Das ist leider ein bisschen schade. Aber ich glaube, so hatte ich das letzte Mal auch. Und wenn ich das jetzt so mache... Quasi, das sind immer noch Dreiecke. Die Stützlast ist jetzt ein bisschen... Oh, das könnte was werden. Ah. Jetzt haben die da wieder zu viel zu tun an der Seite. Das ist natürlich doof. Ach, verdammt. Würde mich doch schwer wundern, wenn das hält. Aber ich kann es ja mal ausprobieren. Bisschen aus wie ein Stern. Ist das nicht schön geworden? Ich finde das so schön, wie der Wagen einmal drüber hopst. Wir machen mal mit der nächsten Karte weiter. Ich lasse das erstmal so stehen. Pass auf, wir können mich jetzt auch zum zweiten gehen. Ach so, ich werde wie gesagt nur so 5 oder 10 Folgen davon machen. Ich habe nicht vor, da lange was zu zeigen. Es gibt nämlich noch ein anderes Spielchen davon, dass da irgendwie mittelalterlich versucht, das Ganze umzusetzen. Was das genau ist, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht gespielt, deswegen kann ich da gerade auch relativ wenig zu sagen. Das ist zu teuer, okay. Vielleicht reicht das ja schon. Wir gucken mal. Wir können hier höchstens noch so ein... Können wir nicht. Können wir das vielleicht... Ja, ja, ich weiß. Wir können das ja hier ein bisschen feiner stellen. Nee. Ah, ist auch zu teuer. Gut, wir lassen da erstmal einen drüber fahren. Drüber fahren lassen. Wenn der LKW drüber kommt, kommen die Autos auch drüber. Deswegen sage ich immer zuerst LKW. Wenn der passt, dann passen die anderen auch. Zur Not kann man immer noch ein Auto drüber fahren lassen, dass man zumindest die neue Karte ausprobieren kann. Hätte ich jetzt mehr Geld gehabt, hätte ich in der Mitte auch noch ein paar Streben, also hier so hingezogen, aber naja, hat funktioniert. Das ist das Wertvolle dieser ganzen Story. Also wenn man im Prinzip architektonisch oder statisch ein bisschen lernen möchte, dann ist das eigentlich genau der richtige Ort dafür. Warum rolle ich eigentlich mit einmal? Ich weiß es nicht. Schönen guten Morgen. So, einmal drüber fahren. Die Streben müssen jetzt ein bisschen mehr halten als vorher. Also die Konstruktion ist nicht mehr einwandfrei, glaube ich.
Wenn das so nicht hält, muss ich die Pfeiler höher setzen. Doch, das funktioniert noch. Okay, hat funktioniert. Sehr schön. Hervorragend. Gut, dass ich schon ein bisschen geübt habe vorher, sonst hätte ich aber hier doof ausgesehen. Jetzt haben wir Stahl. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen schöner zu machen. Wir machen das also mit Stahlstreben. Ich versuche das mal so zu machen, wie ich das vorhin gemacht habe. Nämlich mit zwei, mit einem großen X in der Mitte, das dann quasi oben noch hält. Und oben drauf setzen wir noch eine Konstruktion aus Holz, die dann das Ganze ein bisschen unterstützt. Dann sehen, ob das funktioniert. Das heißt, hier einfach links und rechts so eine Holzstrebe. Schauen wir, ob das hält. Und lassen wir einen drüber fahren. Hauptsache symmetrisch. Bei symmetrischen Brücken unbedingt auch symmetrisch bleiben. Also nicht links mehr bauen als rechts. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, denn ansonsten hast du ein Problem. Wir haben ein Problem? Naja, es funktioniert sogar. Schön großes X, hat funktioniert. Wunderbar. Auf zur nächsten Karte. Ich trinke mal schnell einen Schluck. So, hier haben wir eine ziemlich lange Brücke. 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben Brückenpfeiler, die setzen wir einmal ein bisschen höher. Und machen dann dasselbe wie vorhin. Wie machen wir das denn? Wir gehen erstmal die weiten Strecken mit den oberen ab. In der Mitte natürlich auch. Und gehen die unteren Strecken mit den unteren ab. Das müsste eigentlich funktionieren. Wir versuchen das einfach mal. Ich hoffe, die Kohle reicht. Ja, mal sehen. Puh. Okay, die Brücke hat ein bisschen zu tun. Der Stahlstrebe. Ja, das Stückchen. Oh. Sobald der letzte Wagen über die Mitte ist, ist alles gut. Dann geht es meistens auch. Jetzt hätte ich hier oben noch einen ansetzen müssen. Das hätte dann auch noch funktioniert. Aber okay, haben es geschafft. Möglichst mit wenig Kohle immer auskommen. Das ist das Wichtige. Denn das ist ja im Prinzip, was man später in so einem Architektenbüro auch machen will. Kosten sparen. So, hier haben wir wieder eine interessante Konstruktion. Machen das mal so. Mal sehen, ob das was funktionieren bringt. Oh, ich habe kaum noch Geld. Wir machen das nicht so. Ich versuche mal den Stahl zu vermeiden. Versuche das mal mit Brückenpfeilern zu lösen. An der Stelle nicht, sondern nur vorne. Kosten zu sparen. Das könnte. Die muss ich glaube ich auch noch stützen. Das könnte funktionieren. Ja. Schauen wir mal, ob das was bringt. So, hier von der Würfelspedition. Muss ich mal schauen, ob ich hier die meine Würfel da ins Landes Innere quasi bringen kann. Oh, die Holzstrebe. Oh mein Gott. Oh oh. Der fährt noch. Das ist ein Kollateralschaden. Das sieht schon sehr gut aus. Warte. Jetzt haben sie sich getroffen. Können sie gemeinsam Mittagspause machen. Es gibt heute Fisch. Okay, wir versuchen es nochmal. Wenn das hier nichts bringt, müssen wir daraus Stahl machen. Versuchen wir es doch mal mit Stahl. Und nochmal. Hoffentlich wird es keine Qual. Wir versuchen es einfach. Bitte, 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 bitte. Ja, Stahl hält wesentlich mehr aus. Jetzt muss bloß die Holzkonstruktion am Boden aushalten. Die sogenannten Planken oder Platten oder was auch immer. Die Lattenplatten. 10.450. Wunderbar. Und auf zur nächsten Brücke. Oh, die ist interessant. 15.000 nur. Wir machen erstmal Standard. Wir versuchen das erstmal im Standard hinzubekommen. Das heißt, die Sache ist schon mal geritzt. Das ist schon mal sicher. Jetzt können wir das hier natürlich so versuchen. Und sehen, ob das was bringt. Jetzt haben die da unten natürlich zu viel zu tun. Das kann nicht gut gehen. Das sehe ich so schon. Und die ersetzen wir mal mit Stahl. Ich glaube, das wird auch ein bisschen teuer. Wir versuchen es einfach mal. Ah. Mal sehen. Keine Ahnung, ob das... Wir lassen einfach mal einen drüber fahren und gucken, ob was passiert. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Das funktioniert sogar. Oh.
Also normalerweise sollte man, wenn es dieselbe Schiene ist, die, also, kann ich es nochmal zeigen, wenn es derselbe Bogen ist, sollte man möglichst auch dasselbe Material nehmen, aber aus Kostengründen haben wir jetzt mal Holz genommen statt Stahl an der einen Stelle. So, ich mache mal quasi, ihr seht das ja schon, ich nehme mal dasselbe Muster im Prinzip, meistens eine gerade Brücke. Ich habe es auch schon mit Hängebrücken versucht, ich könnte jetzt hier auch einfach durchhängen lassen und dann würde das passieren. Das machen wir aber nicht, sondern wir versuchen das jetzt mal mit... Tja. Jetzt muss ich so eine Konstruktion entwickeln. Wir haben hier Stahlstützen, Stahlseile. Das ist eigentlich sehr vorteilhaft, wenn wir Stahlstützen haben. Warte mal. Wir suchen das Ganze mal so ein bisschen. Wie geht das hier schon? Fällt das zusammen? Es fällt nach hinten. Das soll nämlich auch nach hinten fallen. Jetzt machen wir das hier auch mal. Ich will das einfach mal ausprobieren. Ich habe das noch nie gemacht. Und die versuchen jetzt die Brücke zu halten. Sehen. Es fällt nach innen, es fällt nach innen. Okay, und wenn ich jetzt hier oben noch einen drüber setze, den hier. Das könnte funktionieren. Wir lassen erstmal ein Auto drüber fahren. Ich hätte das zwar, ich habe das früher anders gebaut, ich erinnere mich gerade. Ich hatte das symmetrisch oben und unten. Oh, oh. Es kippt ein wenig. Links. Weil ich bräuchte rechts und links, bräuchte ich eigentlich eine Stütze, die das ganze System aufrechterhält. Hat funktioniert. Wir verbessern das gleich mal und versuchen das noch einmal mit dem LKW. Oh, Freunde, jetzt wird's interessant. Ja, es kippt so ein bisschen. Okay. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Hat funktioniert. Geil. Wahnsinn. Okay. Da klatsche ich doch vor Freude auf den Tisch. 50.000. Alter, finde. So, weiter geht's. Dann bauen wir unten nochmal gleich den nächsten hin. Im Prinzip wieder das gleiche. Ich habe es auch, wie gesagt, mit Hängebrücken versucht, aber... Oh, tatsächlich. Hier ist tatsächlich das gleiche. Jetzt mit Holz. Mal sehen, ob das jetzt auch nochmal funktioniert. Holz ist ein bisschen anfälliger für diese Geschichten. So, das heißt, hier ziehen wir das auch wieder so durch. Machen im Prinzip dieselbe Konstruktion. Versuchen das einfach nochmal. Wenn das eben geklappt hat, warum soll das nicht jetzt auch nochmal funktionieren? Wahrscheinlich werden die Stützen aber nicht halten. Ich werde es mal dokumentieren, Freunde. Ja, meine Damen und Herren, das sieht sehr gut aus. Ein leichter Bogen schwenkt sich über den Fluss. Und wir sehen, wie beide LKW einfach rüberkommen. Es hat einfach nur funktioniert. Geil. Entschuldigung. Muss ich mir gerade mal die Hände klatschen. So, ich bin ja bekleistert. Okay, The Ridge. Machen wir gleich mal weiter mit dem nächsten. Muss nur ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich weiß nicht, wie viel ich heute aufnehme. Ah, wahrscheinlich macht sich hier eine Hängebrücke mehr Sinn. Wir haben nur Holz zu bauen. Das ist natürlich benachteiligt. So, wir könnten das jetzt im Prinzip so lassen. Hm. Aber lieber nicht. Muss ich mal sehen, wie kommen wir denn am besten da oben ran? So. Wie viel Kohle haben wir denn? 22.000. Das ist nicht sonderlich. Versuchen das erstmal so symmetrisch wie möglich zu machen. Ups. Durch jeden Ankerpunkt müssen wir natürlich durch. So, das müsste schon mal stützen. Das sollte eigentlich halten. Jo. Jetzt könnten wir in der Mitte im Prinzip noch einen großen Bogen schlagen. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich habe das noch nicht ausprobiert vorher. Ja, genau. Schlagen wir noch einen großen Bogen drüber und gucken mal, ob das funktioniert. Im Prinzip so. Ups. Na, im Prinzip so. Jetzt geht auch langsam die Kohle aus. Gut, das testen wir jetzt mal mit Autos. Das könnte gut gehen, wenn das... Wenn die Oberkonstruktion fehlschlägt, müssen wir das nochmal mit einer Unterkonstruktion ausprobieren. Aber die Gewichte verteilen sich relativ eindeutig. Vielleicht soll ich die Mitte nochmal ein bisschen entlasten.
Obwohl die Außenstreben auch ziemlich viel zu tun hatten hier. Nein, ich wollte noch nicht weiter. Ich möchte den nochmal im LKW-Modus ausprobieren. So, mal gucken, wie wir hier das schöne Wägel schon rüber bekommen. Sag ich. Oh. Country Road. Jose Place. Ach du liebe Güte. Der fährt noch. Fahr doch weiter. Ja. Ja. Er hat es. Also die Schlucht hat er überwunden. Die Konstruktion auch. Ach du. Ist da unten noch alles klar? Ich fand, das war schon sehr hübsch. Sehr viel Gutes bei. So, wir suchen das nochmal eine Unterkonstruktion. Das heißt, wir versuchen einfach nochmal. Ich weiß auch nicht, wie viel Geld wir dafür zur Verfügung haben. Im Prinzip müssten wir noch sowas bauen, ja. So vielleicht. Oh, das hält sogar. Ah, hier unten. Das ist so ein bisschen blöd. Wie kriegen wir denn den entlastet? Das ist gerade so eine große Frage für mich. Obwohl ich die Unterkonstruktion eigentlich auch schön finde. Mann. Ist ja gut. Hat nicht geklappt. Und wenn ich das so lasse? Ich lasse das einfach mal. So. Ich bin jetzt stur. Lass die da einfach mal rüberfahren. Ist mir doch egal, was die da machen. Bitteschön. Jetzt hat die Stütze unten aber nicht so viel zu tun. Das ist erstmal gut. Der kommt noch rüber. Der fährt da mit Indiana Jones Style rüber. Sehr schön. Sehr, sehr hübsch. Jetzt ist oben natürlich kaputt gegangen. Und wenn ich das so mache, jetzt habe ich die Last nochmal auf diese hier irgendwie verteilt. Wenn ich das recht im Kopf bedacht habe. Komm. Test for the best. Das ist immer so eine Sache. Ich habe deswegen hat das auch diesen Suchtfaktor, finde ich, wo man will natürlich immer ein bisschen optimieren, immer gucken, wo man noch was besser machen kann. Offenbar an vielen Stellen. Und deswegen habe ich das auch nächtelang durchgespielt. Einfach so viel zu tun war. Das hält. Ja, das hält. Mann, lass mich doch. Warte mal. Jetzt habe ich das, glaube ich, nach außen verlagert, ne? Ich will ja den will ich ja entlasten. Ich weiß noch nicht wie. Ja, wir können das natürlich auch mal größer versuchen. Das wird doch nie was. Letzter Versuch, sonst nehme ich die nächste Karte. Vor allem diese Eistütenspitzen. Moment, das zählt nicht. Diese Eistütenspitzen müssen dann auch weg. Können wir nicht hier noch so reinmachen? Das wäre eigentlich noch besser. So. Ja, nee. Ja, naja. Nee, das kann nichts werden. Ja. Tschüss. Ja, ist gut. Na gut, wir nehmen mal die nächste Karte. Wenn wir nicht weiter wissen, dann können wir da immer noch was Neues bauen. Wir suchen erstmal die nächste zu erreichen. Das heißt, wir nehmen uns hier einmal diese Schlucht vor. Gehen einmal quer rüber. Dann gehen wir einmal nach oben. Gucken mal, wie das aussieht. Ein Auto kommt schon mal rüber. Ja. Für ein Auto wäre das schon mal lecker. So. Okay, das geht auch. Wusste ich gar nicht. Einmal verstrebt an jeder Stelle, die nötig ist. Das ist ein bisschen kompliziert gebaut, aber ups. Was denn? Das hätte ja klappen können. Komme ich denn hier nach oben? So? Will ich das denn so machen? Ich weiß es noch nicht. Und jetzt
hier noch einmal quasi durchziehen. Ich glaube, einige Streben sind hier gar nicht nötig. Die zum Beispiel. Aber ich mache es einfach mal, weil es hübsch aussieht. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Achtung, Trommelwirbel. Da unten, ich sehe schon. Fahr. Ja. 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 Die schöne Konstruktion. Okay. Das sieht aber auch gut aus. Jetzt haben wir weniger Last. Weniger. Warum wackelt das so? Ach, die geht nach oben. Guck mal. Das ist interessant. Dann lassen wir doch mal einen drüber fahren. Vielleicht ist es ja so flexibel, dass die einfach. Guck mal. Ach, wie schön. Nee, ist die hübsch. Die Last verteilt sich jetzt oben. Wow! Dum, dum, da, da, dum, dum, da, da, dum, 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 da, da, dum, dum, da, da, dum, 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 dum. Was denn? Ich fand's hübsch. So vielleicht. Den müssen wir eigentlich auch noch machen. Wir haben hier zu viel Nonsens drin, glaube ich. Ja, der muss aber auch sein. Geht das? Das ist eine interessante Konstruktion. Wir werden die mal ausprobieren. Leider haben die Stützen unten jetzt wieder viel zu viel zu tun. Die unten in der Mitte. Ei. Der kann auch rüberfahren. Ich möchte das aber so, möchte das erstmal lassen. Das kann ich da auch schon mal hinstellen. Dann machen wir das ein bisschen großzügiger. Das, ah, das passt nicht. Das könnte schon mal gut aussehen. Es sind jetzt viel weniger Streben. Aber die unten in der Mitte haben einfach zu viel zu tun. Vielleicht sollte ich den wieder verdoppeln nach unten. Dass der ein bisschen weniger zu tun hat. Oh, ganz knapp. Wie ich schon sagte, weniger ist meist mehr. Warum höre ich mir da nicht zu? Ich hoffe, ihr macht das wenigstens. Ach, komm. Ich will ja nicht zu viel verlangen. Hauptsache, die Brücke passt. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt haben wir wieder so eine Seilkonstruktion. Wozu gibt es hier Stahl? Ach so. Man kann natürlich auch Stahlbrücken bauen. Na, Stahlbrücken, hallo. Bauen ist auch kein Problem. Da hat man nicht so viele Elemente. Das geht natürlich auch. Ganz klar. Hauptsache, es ist symmetrisch. Das ist immer wichtig. Und dann braucht man den ersten. Den braucht man zum Beispiel auch nicht ansetzen. Weil der hat ja schon Land in Sicht. So, das könnte sogar schon ausreichen. Schauen wir mal. Obwohl schon toi toi toi. Auch im Namen der Belegschaft. Schöne Fahrt, tolle Show und gute Reise. Ja, die Stütze. Die hat viel zu tun. Oh, und die hat auch viel zu tun. Oh, jetzt. Oh, oh, oh. Funktioniert. Ah, das hat funktioniert. Ich halte mich da mal so ein bisschen an der Golden Gate Bridge. Ist das nicht? Das ist ja mehr so eine. Aber Golden Gate können wir später vielleicht auch mal ausprobieren. Müssen wir mal gucken. Mal sehen. Wenn wir uns Stahlstreben zur Verfügung haben, dann können wir das vielleicht mal machen. Brauchen wir Pfeiler? Brauchen wir Stahlstreben? Ah, guck mal, hier können wir das machen. Das ist doch jetzt cool. Jetzt können wir da so eine Stütze hinstellen. Im Prinzip brauchen wir jetzt ein Gerüst. Ein Gerüst. So wie es ist. Stellen wir einfach mal ein Gerüst hin und sagen denn die Stütze. Ja, hab gerade geguckt, ob wir nicht lieber Holzbrücke, Stahlbrücke nehmen sollen, aber das müsste, ups, das müsste eigentlich ausreichen. Mhm. So, jetzt bitte wollen wir mal schöner Blümchen und die Kartoffelwaren hier so rüberfahren tun. Müssen wir mal gucken, ob das was wird. Nee, das sieht hübsch aus. Ah, ist das schön. Nee, ist das hübsch. Die Streben sind schon rot, die dampfen schon quasi von lauter Stahl und Hitze, aber nee, wir haben es geschafft. Das ist wunderbar, das ist wunderschön geworden. Okay,
Wieder ein Stückchen, 22.000, wunderbar, und weiter geht's. So, dann einmal hier rüber. Ich versuch's grundsätzlich erstmal mit Holz. Wie mache ich das denn hier? Das ist ja klar, das kann ich so machen. Der Rest hängt durch. Oh. So vielleicht? Warte mal. Ich versuch's erstmal nur mit Holz. Mal sehen. Ja, schief gehen kann das auch nicht. Kann auch nicht schlechter aussehen als eben. Das heißt, wir gehen hier einmal runter, geht da einmal runter, dass das alles schön verstrebt ist. Wir können uns das ja schon mal angucken. Hm. Sieht super aus, zuverlässig. Würde ich mit meinem Auto auch jeden Abend drüber fahren. Mal sehen. Ne, die unten. Oh ja, die sind ja schön schlabberig da unten. Das heißt, da nochmal ein bisschen stützen. Die nochmal ein bisschen stützen. Da nochmal drüber. Wupp. Hm. Ich glaube, ich muss mir was anderes überlegen. Ich möchte das nochmal. Ich möchte mal Tonne. Ich möchte nochmal anfangen. Ja. Das sieht man schon, wenn das hier besser zusammenpasst, dann ist das eher für Stahl geplant. Jetzt überlege ich mir nur, kann man das auch unten mit. Das auch funktioniert? Ich muss das mal. Nee, das kann nicht funktionieren. Wie das hier unten. Wie das hier unten so. Nee, das kann nicht funktionieren. Nee. Ich kann das höchstens versuchen, in einem Bogen zu machen. Mal sehen, ob das was bringt. So quasi eine Hängebrücke. Aber nicht so richtig eine Hängebrücke. So und dazwischen jetzt überall Drähte zwischenspannen. Achso, in der Mitte fehlt noch Holz. Ups. Da jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie die drei Drähte, die dazwischen hängen. So. Hab ich noch Kohle? Ja. Und so. Jetzt ist das natürlich interessant, von welcher Seite das überhaupt gehalten wird. Das ist mir nämlich noch ein Rätsel. Oh, dann nehmen wir besser Stahl. Oh, das hält sogar. Oh, die Mitte. Wir lassen mal ein Auto drüber fahren. Jetzt bin ich immer gespannt. Ich habe das noch nie so gebaut. Das ist jetzt der erste Test quasi. Ja, über die Mitte haben sie es geschafft. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Wunderbärchen. Ja, funktioniert. Cool. Ja, da freust du dich, nicht? Ich mich auch. So, jetzt müssen wir das nochmal als LKW versuchen. Wahrscheinlich wird das in die Hose gehen, weil diese Stützen hier sind ziemlich belastet. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, warum. Hm. Ups, hier hinten. Oh. Das tut mir aber leid. Kann ich das hier oben noch abfedern? Nee, das geht nicht. Ich könnte höchstens noch ein bisschen streben. Man strebt ja so nach einigen. Ich könnte das hier noch so ein bisschen abfedern. Jedenfalls versuchen abzufedern. Die langen Linien nochmal ziehen. Ja, jetzt ist das zumindest ein bisschen besser in der Mitte. Das könnte sogar schon ausreichen. So eine Stahlseile wiegen natürlich auch etwas. Das heißt, im Prinzip ist auch hier weniger, meist mehr. Oh, der Mitte zu tun. Aber richtig zu tun. Oh, aber er schafft's. Er schafft's. Er schafft's. Er schafft's. Er schafft's. Ich glaube, die Brücke hatte ich noch nie geschafft. Puh. Yeah! Sehr schön. Cool. So, dann machen wir das natürlich noch hier noch einmal. Da haben wir jetzt eine Stütze oben. Ah, die Brücke habe ich nie verstanden. Das Problem ist, wir haben diesmal keine Stahlseile. Wir müssen das versuchen, so hinzukriegen. Das heißt, mache ich erstmal eine Konstruktion, dass wir das Ganze so ein bisschen federn können.
müssen dann irgendwie nach oben kommen. Im Prinzip hier hin. Damit wir das so ein bisschen... So? Ich weiß es nicht. Ich versuche das jetzt einfach mal so. Wir haben nicht mehr viel Geld. Ui, das wird ja ein bisschen knapperig. Okay. Hauptsache ein paar Dreiecke. So vielleicht. Das wird sehr interessant. Warten wir mal ab, was draus wird. Ich hoffe mir natürlich einen Blümchentraum. Oh, fehlt noch was. So, mal gucken. Ja, vielleicht. Der hat ganz schön viel zu tun da unten. Der da hinten und der hier unten. Oh mein Gott. Wer denkt sich denn sowas aus? Wieso denn hinten, oben, unten? Hinten, vorne, unten, hinten, oben? Ich finde das hier zwischen auch irgendwie Mist. Können wir den hier noch nicht in Höhe? Oder den hier in Rüber? Ja, dann geht's, okay. Aber dann bin ich hier zu früh. Ach, ist ja nur eine Lache. Das ist jetzt viel besser als vorher, das sehe ich gleich. Das kann ich... Oh, das hält sogar. Er hat mich auch schwer gewundert. Nee. Gut, jetzt ist es, glaube ich, symmetrisch, wenn ich das richtig sehe. Kann ich da nicht einfach... Ach. So, jetzt haben wir doch dieses hier schon mal... Das sieht links doch schon mal ganz hübsch aus. Jo, es ist wunderschön. Ich muss sagen, diese Konstruktion ist einfach ein Traum. Es ist ja super, wie das hier und sich zusammenfällt. Ja, wunderbar. Das ist ein Albtraum. Jetzt machen wir das hier nochmal ein bisschen hübscher. Oder eigentlich... Ich muss ja wieder symmetrisch sein. Ich muss das ja... Ja, komm, dann machen wir das halt. Machen wir halt zwei Straßenstücke hin. Dafür gehen wir hier noch nach... Ah, wir haben kein Geld mehr. Verdammt. Wie sieht's denn aus? Schlecht. Ich glaube, ich krieg das hier nicht mehr hin. So, vielleicht. Jetzt den nochmal hier. Upsa. Okay, jetzt haben wir zumindest Dreiecke. Oder eigentlich sind es Rauten. Aber Rauten gehen manchmal auch. So. Oh, da unten passiert einiges. Das ist natürlich schlecht. Das ist hier zu viel. Es wird einfach wegrationalisiert. Das ist gar kein Problem. Ups. Kann ich das nicht anders lösen? Verdammt. Nein, ich habe kein Geld mehr. Im Prinzip muss das ja später so aussehen, dass man quasi von unten nach oben einmal durchkommt. Das schlabbert sich jetzt hier schön durch. Kann ich die Brücke nicht unterbrechen? Kann ich das nicht auslassen? Kann ich hier nicht schummeln? So, pass auf. Ich versuch's noch einmal, sonst machen wir gleich die nächste. Also ich kann jetzt auch schon Autos drüber fahren lassen. Dann habe ich das Level geschafft. Das geht natürlich auch. Das wäre jetzt die einfachste Situation, ne? Ja. Die ich auch schon nicht schaffe. Autos?
Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Autos haben es geschafft, wenn ich mal die nächste Brücke. Ich finde diese Brücke so furchtbar. Weil es unsymmetrisch ist. Ah, ich bin ein Freund von Symmetrie, auch in Minecraft. Deswegen bin ich immer so ein bisschen. Mag ich nicht.